Die Stimmung ist toll, so richtig wie auf der Berliner Fashion Week. Eine Marke, die wir seit 10 Jahren circa auch verkaufen und lieben. Und nicht nur das, selber auch sehr gerne tragen. Das ist doch wichtig. Was mir auch an Nings und an Eva Lutz gefällt, ist ihre natürliche, ehrliche und sehr, sehr angenehme menschliche Art. Und dann dieses Verhältnis dazu, dass sie auch noch Mode macht, die uns gefällt, mit der wir gut leben können, die auch unsere Kunden mögen, genau wie wir. Eine bessere Komponente gibt es nicht. Die Herbst-Winter-Kollektion entsteht durch die Farben einmal und durch die Qualitäten. Es ist immer ein Zusammenspiel zwischen Farben und Qualität. Kontrast zwischen den Qualitäten ist wichtig, ein Spiel mit den Qualitäten, was die Frau Senf auch sehr gut in der Modenschau gezeigt hat, was man alles mit Minks machen kann. Also von sportlich bis zu elegant zusammen kombinieren und die Stile wieder brechen. Das hat mich fasziniert. Der Winter ist eher gedeckt, geht mehr so in diesen herbstlichen Farben oder ganz wichtig, eine neue Modefarbe ist das Bordeaux, gebrochen mit dem dunklen Dunkelblau oder auch mit Schwarz, um dann die Tiefe der Farbe hervorzuheben. Es waren auch sehr viele kurze Teile dabei. Der Winter spielt ganz stark mit den Proportionen. Das heißt kurz zu lang, das heißt kurzen Rock und einen langen Strickmantel drauf oder einen kurzen Pulli und eine Leggings drunter, dann mit langen Tunikas kombiniert. Also man hat unheimlich viele Möglichkeiten, mit dem Stil zu spielen. Meine Frauen, die hier gelaufen sind heute Abend,
waren Models. Keine Bekannten, aber es waren Models, denn sie sind so gelaufen. Weil sie Spaß hatten, weil sie es wollten. Darum waren sie gut. Dass ich Gänsehaut hatte. Frau Senf hat das so perfekt umgesetzt, meine Ideen, aber auch ihre eigene Geschichte, wie sie Ming sieht, an den Models, letztendlich an den Endverbraucher, weil es nicht reine Models sind, und ich war begeistert. Unglaublich perfekt, besser kann man es eigentlich gar nicht machen. Das ist wirklich so. Dankeschön. Ming's ist eine Marke, die sachlich, clean, gerade, aber dennoch weiblich, figurbetont und im Schnitt perfekt ist. Und das lieben wir, das macht uns größer und schlanker. Ja, gut aufgenommen, man fühlt sich wohl hier, man vertraut auch, ja, in der Beratung. Man kann das einfach genießen. Also ich komme jetzt aus Potsdam, ist ja ein Stückchen zu fahren, aber man hat hier eine fantastische Beratung. Marina ist ein super herzlicher Mensch, der zu jedem freundlich, herzlich und absolut professionell von der Modeberatung her ist. Nicht aufdringlich und vor allen Dingen immer so, dass eigentlich alles schick aussieht, was man anzieht. Und das ist dann die Schwierigkeit, nämlich mit vielleicht nur einem Teil rauszugehen oder alles zu nehmen. Eine ehrliche, offene Beratung, ja, auch eine kritische, wenn man sagt, gefällt mir nicht so, kriegt man ein gutes Feedback und sagt, nee, lass es mal bleiben, wir nehmen was anderes, wir gucken noch mal. Wissen Sie, Mode ist veränderlich und kommt immer wieder anders und immer wieder neu dargestellt, in Form, in Farben, wie auch immer. Aber was man nicht kaufen kann, ist sein eigener Stil. Und das versuchen wir, jeden oder jeder einzelne unserer Kundinnen zu zeigen, ihren eigenen Stil zu finden.